Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich eine Gans und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für dieses Rezept benötigt man eine Gans, dann für die Füllung nehme ich einen Apfel, ein paar Karotten und Zwiebeln, dann nehme ich Thymian noch dazu, dann braucht man etwas Gänseschmalz. Ich habe jetzt noch Gänsefond unten drin, wenn man nur Schmalz hat, reicht das auch und etwas Beifuß. Ich bereite die Gans jetzt erstmal vor, mache die Füllung, binde die Gans nachher und fülle sie. Weil ich die Gans über Nacht garen möchte, werde ich sie erst heute Abend in den Smoker reinmachen, weil ich die Gans über 14 Stunden gar. Als allererstes werde ich jetzt die Füllung machen. Dafür heize ich hier mal meinen Topf vor. Dann schneide ich mir den Apfel und das Gemüse klein. Hier die Größe, einfach wieder so eine Daumenbreite groß, also das ist auf jeden Fall ausreichend, das muss nicht super fein sein. Wenn der Topf dann heiß ist, nehme ich mir ein bisschen Gänseschmalz, gebe die Sachen dann da rein, den Thymian dazu, dann salze ich das Ganze schon mal ein bisschen und röste das Ganze ein bisschen an, bis es ein bisschen Farbe hat. Wenn das Ganze schon leicht Farbe hat, dann gebe ich den Beifuß dazu. Ich würde sagen so 5 Esslöffel. Und röste das auch mit an. So nehme ich das Ganze dann runter, wenn es leicht angeröstet ist, und lasse es ein bisschen abkühlen. So, wenn ich die Füllung habe, dann nehme ich mir die Gans. Hier muss man schauen, ich habe jetzt hier so ein Paket. Manchmal sehen die Innereien auch lose einfach da drin. Dann gucken, ob noch irgendwie da was drin ist. Normalerweise würde ich das Fett hier wegschneiden. Und hier auch ein Stück, um das hier abzurunden. Aber dadurch, dass ich das so lange gar, bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das nachher wegschmilzt und sich das dann unten sammelt und es beim Garprozess auf jeden Fall hilft. Wenn ich das soweit habe, dann stelle ich die Gans auf und würze auf jeden Fall hier ein bisschen mit Salz. Dann gebe ich meine Füllung rein. Schauen, dass die auch bis ganz nach hinten drin ist. So, das hier gut reinstopfen. Dann nehme ich mir hier hinten die Haut und die Fettlappen, drücke die zusammen, fixiere das Ganze mit Zahnstochern. So sieht das jetzt aus. Normal würde ich das so zusammennähen, aber hier reicht mir das jetzt so. Wenn ich die Gans gefüllt habe und verschlossen habe, dann entferne ich hier noch einen Teil der Flügel. Dafür einfach die überstehende Haut hier abschneiden und den Knochen dann hier rausbrechen. Dann kann man den einfach durchschneiden. Das gleiche hier auf der Seite. Die Sachen, die man wegschneidet, so wie die Flügel oder wenn man irgendwie Fette abschneidet und die Sachen, die auch in dem Beutel waren, wie zum Beispiel der Hals, die würde ich auf gar keinen Fall wegschmeißen. Da kann man eine super Soße draus machen. Oder man kann sich ein Gänsefond kochen. Wenn die Gans geschlossen ist hinten und gefüllt ist, dann nehme ich mir ein gutes Stück Bindfaden. Dann nehme ich mir den Bindfaden in der Mitte, gehe unter der Brust durch, unter den Flügeln wieder hoch. Gehe dann hinter die ganze Brust, drücke es hier dann schön zusammen, dass die Brust hochkommt. Gehe dann unter den Keulen durch. Diese überkreuze ich hier, gehe dann mit meinem Faden so rüber,
und binde das hier hinten dann zusammen. So sieht das Ganze dann aus. Hier hinten kann schon ein bisschen Druck drauf sein, dass die Brust schön rauskommt. Und das hinten halt gut zusammenbinden, dass es nicht aufgeht. Und ich das Ganze dann zusammengebunden habe, nehme ich mir ein bisschen von dem Schmalz und verteile das gut. Auf Brust und Keule. Dann würze ich das Ganze nur noch mal mit Salz ab. Und so mache ich das Ganze jetzt ins Butcher Paper rein. Schlag das Ganze dann ein. Und bevor ich das Ganze dann komplett schließe, gebe ich noch was von meinem Gänsefond und von dem Fett drüber. Das schön kompakt zusammen ist. Dann nehme ich mir ein Blech und ein Gitter. Und so gebe ich das Ganze heute Abend auf den Pellet Smoker. Bei 80 Grad und die Garzeit, wie gesagt, sind 14 Stunden. So ist jetzt 9 Uhr abends. Ich werde die Gans bis morgen um 11 Uhr garen. Ich habe sie jetzt so eingepackt auf einem Blech mit einem Gitter drunter, dass die Luft zirkulieren kann. Den Smoker habe ich eingestellt auf 80 Grad. Und so werde ich das Ganze jetzt garen bis morgen. Es ist jetzt am nächsten Morgen um 11 Uhr. Die Gans war jetzt ca. 14 Stunden auf dem Smoker bei 80 Grad. Die 80 Grad hat es durchgehend gehalten. Es gab kleinere Ausrisse nach oben oder nach unten, aber nur minimal ein paar Grad hoch oder runter. Ich werde die Gans jetzt mal rausholen und dann packen wir sie mal aus. Bevor ich das Ganze auspacke, stelle ich den Sheriff noch auf 200 Grad hoch. Hier ist richtig viel Fett und Flüssigkeit noch drin. Ich habe mir jetzt kurz ein Messer geholt, dass ich unten das Papier einschneiden kann. Weil ich auf jeden Fall das ganze Fett und die Flüssigkeit auffangen möchte. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich es komplett ausgepackt habe. Ich möchte dem Ganzen noch ein bisschen Farbe geben, deswegen habe ich den Smoker auf 200 Grad vorgeheizt. Wenn das im Smoker nicht funktioniert, dann nehme ich mir einen Bunsenbrenner und kruste das Ganze einfach von Hand ab. Die Gans werde ich jetzt noch einen Moment warm stellen, bis der Smoker aufgeheizt ist. Der Sheriff ist jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Jetzt mache ich die Gans für 15 Minuten rein. Und schaue dann später, wie das Ganze aussieht. Wenn es eine schöne Kruste hat, lasse ich es so. Wenn nicht, dann gehe ich nochmal mit dem Bunsenbrenner drüber. Wie man sehen kann, hat die Gans eine super Farbe bekommen. Ich habe die Bunsenbrenner gar nicht gebraucht. Ich werde die Gans jetzt zerlegen und dann richte ich das Ganze an mit etwas Rotkraut und Knödeln. Dafür mache ich erstmal den Faden wieder weg. Kleiner Tipp von mir, ich habe jetzt hier zwei Handschuhe übereinander angezogen, damit man sich nicht so leicht verbrennt. Kann es auch mit mehr machen. Dann schneide ich hier hinten unterhalb der Brust erstmal rein und versuche erstmal die Keulen auszulösen.
hier einfach runterschneiden und dann versuchen mit der Hand den Knochen rauszudrücken. Und dann hier einfach mit der Hand nach oben drücken und dann hat man hier den Knochen draußen. Einmal durchschneiden. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Dann bei der Brust einfach schauen, hier im Brustbein versuchen entlang zu fahren und das Messer ein bisschen in die Richtung zu drücken. Das Ganze dann immer versuchen mit dem Finger ein bisschen so wegzuziehen vom Knochen und dann mit dem Messer immer das Fleisch wegschneiden. Und hier natürlich auch wieder die Flügel, kann man nehmen für Soße oder für einen Gänsefond. Und den Rest, die ganze Karkasse und so, würde ich ebenso für die Soße und den Fond nehmen. Die Brust habe ich jetzt noch mal kurz mit dem Bunsenbrenner ein bisschen abgeflammt. Ich werde das Ganze jetzt nur noch anrichten und dann probiere ich das auch mal. Also in mein Rotkohl mache ich auch immer ein bisschen von dem Gänseschmalz rein. Erstmal kriegt es einen schönen Glanz und natürlich hat es dann auch gleich ein bisschen Gänsegeschmack. Dann habe ich mir hier noch so eine Semmelbröselschmelze gemacht. Da einfach ein paar Semmelbrösel ein bisschen anrösten und dann Butter dazu. Also ich merke auch schon hier beim Schneiden, wie knusprig die Haut geworden ist. Probier mal das ganz hinten. Also ich muss sagen, das Ergebnis ist echt super geworden. Natürlich ist es über eine lange Zeit, aber ich finde schon, garen hat man meistens die besseren Ergebnisse, wie wenn man zu hohe Temperatur nutzt. Ich habe jetzt nur die Brust probiert, aber hier muss ich sagen, die Haut ist super knusprig. Das Fleisch ist saftig und zart. Ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ich werde jetzt meine Gans essen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.